Na großartig. Nach Ewigkeiten. Nach etlichen Versuchen. Es ist so, das waren ja. Das ist also unzählbare Versuche. Das hat Ewigkeiten gebraucht. Puh, endlich sind wir raus aus dieser Höhle. Wo sind die Pokémon, die uns verfolgen? Die sind längst weg. Fast, die sind noch da. Die haben jetzt 10 Tage gewartet, bis dieses, ja. Hey, seht nur, da sind sie ja, da drüben. Fangt, Zwergi. Da kommen sie lauf. Stehen bleiben, lass sie nicht entwischen. Als ob wir stehen bleiben und warten würden. Oh nein, da. Vulkan. Hübsch. Das ist der Feuerberg. Sieh mal, all die Lava, die aus dem Krater fließt. Ob wir hier überhaupt weiterkommen? Sie werden uns bald eingeholt haben. Was sollen wir tun, Zwergi? Seht mal, da sind sie. Schnappt sie euch. Und sie bleiben und uns bleibt nichts anderes übrig. Komm, gehen wir, Zwergi. Was bleibt denn auch stehen? Seht, da rufen sie. Sie wollen zum Feuerwerk. Sind sie verrückt? Der Feuerwerk ist doch vollkommen unerforscht. Soweit ist noch nie jemand vorgedrungen. Da will ich nicht hin. Es hilft alles nichts. Nur die Mutigen setzen die Verfolgung fort. So ein Mist, wo sind sie hin? Sie müssen da lang sein. Haltet die Augen offen. Trampel, 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 trampel. Punkt, 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 Punkt. Ich glaube, sie sind weg. Versteckt. Puh. Ich glaube, wir sind ihnen entkommen. Aber wir können nicht hier bleiben. Wir müssen durch den Berg dort. Zwergi, wir müssen weiter, sobald du bereit bist. Ich bin bereit, bereit geboren. So. Wir müssen den Berg passieren. Lass uns gehen, sobald du bereit bist. Wir haben jede Menge Items mit dabei. Ich habe da mal ein paar Passwörter eingesetzt, wie mir ein Freund, dessen Namen ich jetzt hier nicht nennen kann. Weil ich seinen Namen nicht weiß, weil ich mir den nicht gemerkt habe. Freund, naja, Zuschauer. Ein Zuschauer hat mir einen Tipp gegeben, dass man da bei der Wunderpost Passwörter eingeben kann. Und ja, da habe ich mir auf einer Webseite die Passwörter rausgesucht und habe mir jede Menge Beleberbeeren, also Belebersamen, Sinnebeeren und so weiter geholt. Wir haben auch noch ein paar im Kangama-Lager. Und so habe ich es dann im 125. Versuch durch die Prisma-Höhle geschafft, oder wie die hieß. Jetzt durch ein Feuerwerk. Oh Mann, das kann ja lustig werden. Na gut, weiter geht's. Zwerg, bist du soweit? Können wir weiter? Ja klar, los geht's. In welche Richtung wollen wir gehen? Feuerwerk, Felsfahrt. Feuerwerk. Felsfahrt hat uns noch nie weitergebracht. Gut, dann mal los. Diese Gegend sieht nicht gerade einnahmend aus, aber wir lassen uns nicht irren. Feuerwerk E1. Das hat jetzt wahrscheinlich 20 oder 30. Na, 30 wahrscheinlich nicht, aber es sind jetzt noch mehr Ebenen. Aber wir haben jetzt, ich glaube, 6 Belebersamen müssen wir noch haben. Das heißt, jeder darf 3-mal sterben. Das ist ja. Da könnten wir unter Umständen einen Beleberberg. Ein Beleberberg, den bräuchte ich jetzt in meinem Inventar. Das wäre nicht schlecht. Jetzt 2. Das war schon ziemlich, ja, frustrierend war das. In den letzten 2 Parts. Und offscreen. Ich glaube fast 10 Tage, also mehr als eine Woche habe ich daran gehängt. Und offscreen jeden Tag mal so ein bisschen. Also ich bin da wirklich öfters frustriert von. Gut, ich als Feuer-Pokémon habe es jetzt hier im Feuerwerk ein bisschen. Es ist jetzt ein bisschen ungünstig. Aber gut. Versuche mal auszuhalten. Modi ist da ein bisschen besser gerüstet, aber
Na gut, der hat auch zu kämpfen da unten. Vor aus der ersten Höhle, aus dem ersten Dungeon raus zu sein, das ist aber was. Jetzt mal hier wieder Pokémon Mystery Dungeon spielen kann. Und da musste ich schon einige Parts absagen, also die ich auf dem Upload-Plan hatte, die ich vorhatte zu zeigen. Da musste ich mal ein bisschen tauschen, da musste ich ab und zu mal den einen oder anderen Parts, den ich hochladen wollte, konnte ich nicht hochladen, weil ich wollte ja noch nicht. Oh, ich kann durch. Stimmt ja, ich kann jetzt Feuer Pokémon durchs Feuer laufen. Das ist gut, das konnte ich dann Prismarinenhöhle oder wie die hieß. Nicht, weil ich da durchs Wasser nicht laufen konnte. Das ist natürlich der Typenvorteil jetzt hier. Den Modi leider nicht hat. E5, okay, das geht auch geschmeidig. Bis jetzt läuft das doch. Bestens passt's. So, da kommt Modi nicht mit. Kommst du mit, Modi? Versuch mit durchzuhalten. Oh, weil. Ja, Feuer gegen Feuer, das ist nicht immer das Beste. Aber wir kriegen es hin. Molly kommt hinterher. Ich muss aufpassen, dass Molly nicht abhänge. Nicht das Feuer latschen. Ein Lava macht mir nichts aus. Als Feuer-Pokémon. Und der Molly ist jetzt hier ein bisschen. Naja. Muss mal gucken, dass er hinterherkommt. Was? Schlafen? Das gibt's doch gar nicht. Mann. Im Kampf wird nicht geschlafen. Morph hat eine KP-Knappheit bemerkt. Ja, Sinnebären haben wir genug mit dabei. Sehr gut. Na komm. Das wirst du auch hinkriegen. Ich versuche mal zum nächsten. Ich bin jetzt ganz alleine, weil ich den Modi abgehängt habe. Ich versuche mal hier ganz schnell zum nächsten. Ah, da ist er wieder, der Modi. Zur nächsten Treppe zu kommen. E5 sind wir schon, da kommen. Das kann auch nicht mehr. Ja, weit ist es noch ein bisschen, aber ich vermute 20. Das letzte hat 14 Ebenen. Ja, bisher ging es geschmeidig. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger, aber. Oha, Erdbeben. Oh, drei auf einmal. Holla. Wir werden nur noch von oben angegriffen. Schande. Da. Das ist unfair, 3 gegen 2. Ja, vergiftet. Versuffbeeren haben wir auch noch ein paar. Na komm. Oh, nur angegriffen. Wir können uns gar nicht verteidigen. Na komm. Jetzt bräuchten wir eigentlich eine Beere. Ja, wer denn? Zwergi und Mordev. Ja, erstmal Zwergi. Ein Belebersamen für Mordi. Mini-Belebersamen, das machen wir am meisten. Na komm, das ist doch hier eine verzwickte Lage. Na komm. So, da waren es noch 2. Was ist denn das hier? Da verbraucht er schon seine 2. Mini-Belebersamen. Na komm, das sind immer noch E5. Das kann doch jetzt nicht so sein. Was ist denn das hier für eine Lage? E5. Das ist skandalös. EP-Knappheit. KP-Knappheit. Na komm. Verrecke. Nicht du, Modi. Das guckt man hier. Puh. Das war ja hier eine Situation. Knappe Situation. Modi ist schon zweimal draufgegangen. Nein, den nicht angreifen. Sei nicht blöd. So, gemeinsam. Okay, Flug-Pokémon ist jetzt hier eigentlich relativ günstig für uns. Ja, Feuer-Pokémon, ja. Feuer gegen Feuer, das ist halt, da muss ich halt ordentlich kämpfen. Das lässt sich nicht mit 1-2 Hieben besiegen. Bei Tomoga ist das anders. Ein paar gezielte Feuerattacken und dann zack. Oh, da kommen sie wieder zu zweit. Das ist doch... Da wirst du gleich umstellt. Intensität. Heiner wird dir nicht viel bringen. Na komm. Ach Mensch, wie viele Leute sind denn hier? Na komm, greif schon an. Was machst du denn? Ich drück doch die ganze Zeit.
angreifen. Sehr gut. Jetzt runter hier. E7. Das könnte noch ein weiter Weg sein. So schnell fliehen. Fliehen ist hier die Devise. Nicht lange gegen Leute kämpfen, sondern soweit es geht, abhauen. Auch wenn Leute hinter dir her sind. Was? Schlaf? Das gibt's doch nicht. Das habe ich nie verstanden. Schlaf in einem Pokémon-Kampf. Wie kann man einpennen? Durch Hypnose habe ich es noch halbwegs verstanden, aber so eine Beere muss man raushalten oder so eine kleine Attacke, so eine Müdigkeit oder so weiter. So ein bisschen Müdigkeit im Kampf, das ist doch einmal so. Das geht doch wieder weg. Na komm! Nicht pennen, Modi, Zweigi, mich selbst. Ach Mensch. Richtiger Schlafsack. Ja, da gehen uns auch irgendwann die Items aus. Modi, warum greifst du denn nicht an? Stehst du die ganze Zeit hinter mir? Neues Level, sehr gut. Immerhin. Level 26 für Modi und Level 27 für mich. Ja. Ich glaube, das ist nicht mehr ganz das Level. Die sind. Blöderweise werden hier die Levels der gegnerischen Pokémon gar nicht angezeigt. Das wäre natürlich noch hilfreich. Man sehen wird, wie weit man unterlegen ist. Ich glaube, wir sind da ein bisschen unterlegen. Das ist. Ja, sind hier ein bisschen höher. So, E8 schon, na komm. Vielleicht kriegen wir das diesmal sogar First Try hin, mit den vielen Items, die wir haben. Ja, wenn Modi ständig stirbt, dann das kann er auch nicht, dann hilft. Dann helfen alle Beleberbären dieser Welt nichts. Wie komme ich denn auf einmal auf Beeren? Das sind immer schon Samen gewesen. Vielleicht gab es auch irgendwann mal Bären, lieber Bären, in alten Spielen. Na komm. So, mach's alle. Bevor es zu dir kommt. Ich sagte, bevor es zu dir kommt. Oh wei. Das ist jetzt hier wieder müßig. Das ist hier wieder. Mann. Ja, ist jetzt hier keiner. Keine leichte Sache mehr. Na komm. Was machst du denn angreifen, angreifen Zwergi? Au, Kacke. Na komm. Vielleicht brauche ich auch mal einen Belebersamen. Puh. Erledigt. Da geht's lang. Was ist denn angreifen? Und weiter hier. Ich würde sagen, hier lang. Ach nein. Schon wieder so ein Vieh. Die Dinger sind ja aber hier auch ziemlich häufig. Ah, hier ist die Treppe. Sehr gut. Magma ist das, glaube ich. E9. Okay, es geht voran. Mühselig geht's voran, aber es geht voran. Langsam, aber sicher. Na komm, nicht sterben. Ein bisschen rennen. Dadurch passiert Heilung. Jung! Na komm, hier lang. Oder auch nicht. Nicht die Leiter, die Treppe, die Tür. E10. Ah, ist doch schon was. Wahrscheinlich erst die Hälfte, aber gut. Den Rest schaffen wir auch noch. Schlaffeld. Das habe ich überstanden. Wo ich eigentlich gefragt. Oh stimmt, ich brauche einen Apfel. Ich brauche dringend einen Apfel. Ich bin hier drauf, weil ich Hunger habe. Das habe ich gar nicht gesehen. Wie lange ist das schon? Oh Mann. Einen Apfel habe ich nicht zufällig mit dabei. Natürlich habe ich keinen Apfel mit dabei. Samen essen. Das tut's nicht. Es bringt nur Zweier. Inventar voller Belebersamen und voller
Und kein... Das gibt's doch nicht. Kein Apfel da. So kommt man auch nicht ans Ziel. Ja, scheiße. Kann ich nur mit Sinnebären, die ich nicht habe. Oh, Kacke, wir sind geliefert. Kacke. Ja, Belebersamen habe ich noch. Nee, Belebersamen. Wir brauchen einen Apfel, aber schnell. Da gibt es, glaube ich, weniger Äpfel zu finden. Das hat keine Zukunft, bin ich jetzt hier. Mit jedem Schritt. Das ist jetzt hier. Wittenlage hat sich normalisiert. Also ich verliere jetzt 5 KP mit jedem Schritt. Das ist ja... Modi findet einen Apfel für mich. Das ist kein Apfel. Ja, so kommen wir nie an. Da verlieren wir alle Items, die wir haben. Nein. Ach, das ist doch kacke. Bald habe ich keine mehr. Molly findet Apfel. Oh Mann, das sieht doch erbärmlich aus. Der Hunger quält mich. Bitte einen Apfel. Das ist nur Münzen. Mit Geld kann ich mir nichts kaufen hier. Vor allem auf der Flucht nichts. Das bringt mir nichts. Ich brauche Nahrung. Oh Mann, lange halte ich das nicht mehr aus. Schnell zur nächsten Tür oder was? Oh Mann. Na komm. Wie soll denn das was werden? Eine Tür weit entfernt, das kommen wir nie an. E12. Da drüben sind Items. Das sieht schon aus, als ob es zu Ende geht. Na komm. Ich will nicht hier schon wieder ewig. Oh! Wir haben wieder keinen Hunger. Das ist gut. Der Hunger ist gestillt worden. Dann überleben wir es vielleicht doch noch. Und was zum Henker? Arcani. Das hat mich jetzt aber. Wir haben keine Beleber mehr wahrscheinlich. Oder wie sieht das aus? Samen, Belebersamen. Einen Belebersamen haben wir noch. Das hat hier wirklich keine Zukunft mehr. Oh Mann. Und auch keine Sinnebären mehr. Wir haben noch ein paar auf Lager, aber... Oh, wir haben es geschafft. Nice. Na, geschafft noch nicht, aber... Items mitnehmen. Sinnebären brauchen wir. Wie viel haben wir da noch? Sinnebären 18. Ja, wie gesagt, durch die Codes habe ich einige. Ja. Nimm mal 10 mit. Das ist... So, Mini-Belebersamen haben wir noch neue. Ne? Ja, dann nehme ich gleich mal neue mit. Das ist, ich meine, das habe ich auch nichts mehr zu verlieren. Ach, kann ich keine mehr mitnehmen oder was? Ist ja toll. Na gut, dann halt 5. Weiter voran. Ja, auf geht's. E13. Oh, wei. Na, ein paar Belebersamen haben wir jetzt mit. Oh, Kacke, warum gehe ich da auch ran? Arcani. Äpfel haben wir nach wie vor keine. Das ist scheiße. Da kriegt man natürlich Hunger. Bisher haben wir es eigentlich... Na, super haben wir es nicht überlebt, aber wir haben es überlebt. Super bei dem sieht anders aus, aber... Wir sind auf E13. Wenn wir Game Over werden, fallen wir zurück auf die letzte Ebene, auf E13. So, wo ist die Stufe? Hat wahrscheinlich 20. Deshalb sind wir jetzt hier auf E13. Mit Zwischenstation. Ich schwitze mich auch mal wieder tot. Wenn ich hier Pokémon Mystery Dungeon spiele, das ist hier hinter der Kamera schweißtreibend. Brauche ich gar keinen Sport mehr zu machen. Einfach jeden Tag Pokémon Mystery Dungeon aufnehmen.
Das ist ja... Da schwitze ich auch so viel wie beim... Naja gut, das erlöst jetzt... Das macht jetzt nicht den Sport wett, aber das ist... Ja... Ihr versteht, was ich meine. Verbrennt auch Kalorien. Schwitzen verbrennt Kalorien. Habe ich gehört. So, E15. Was, schon zu Ende? Jetzt kommt der Boss. Ja, dann müssen wir E13, E14, E15 bis zum Boss. Ah, verstehe. Bei Lebersamen haben wir noch 5er. Großartig. Es ist ein Vulkan. Ist das unnatürlich viel Lava? Es hängt bestimmt mit den Naturkatastrophen zusammen. Autsch, heiß. Ich habe das Gefühl zu schmelzen. Habe ich auch gerade, so wie ich hier schwitze. Ich will hier nicht länger als nötig bleiben. Der Ort ist mir zu heiß. Beeilen wir uns. Halt! Was zum... Wieso ist es auf einmal so dunkel geworden? Die Musik ist immer geil bei Bosskämpfen. Ich höre die Schreie des Berges. Er schreit vor Schmerzen. Jemand versucht, dem Feuerberg unsägliche Pein verursacht. Seid ihr das? Hä? Nein, auf keinen Fall sind wir das. Was meinst du damit? Wir haben gar nichts gemacht. Wir sind hier nur auf Durchreise. Labrador, lass mich raten. Wer sonst? Labrador, der alte Zerstörer. Der Zorn des Berges ist mein Zorn. Ich bin Labrador, die Verkörperung des Feuers. Meine Gnade, jenen, die den Berg entweihen, macht euch auf etwas gefasst. Okay, Kampf gegen Labrador. Das könnte ein bisschen kniffliger werden. Zusammen, Modi. Ah, nicht so. Na komm, angreifen. Das ist jetzt ein bisschen... Das ist halt wirklich... Man sieht dort auch nicht... Oh, Mordi. Schon K.O. Man sieht auch gar nicht, wie viel... Man sieht die KP-Balken von... Labrador auch gar nicht. Das ist das Blöde. Man kämpft und kämpft und kämpft. Das ist... Ich glaube, früher hat man aber noch den KP-Balken gesehen. Man feuert hier drauf und... Na komm. Einfach drauf losfeuern. Das schaffen wir schon. Sinnebeere. Haben wir noch einige. Jetzt erst ich. Muss man ein bisschen egoistisch sein. Ja, Mordef, der kriegt auch. Na komm. Na komm. Na komm. Zur Not kann ich auch noch kämpfen. Ich will nicht sagen, dass Mordef verzichtbar ist, aber wir haben noch Beleberbeeren. So, Mordef. So, und weiter wird gekämpft. Der rote, der dicke rote Punkt auf der Karte. Na komm. Ja, immer schön heilen. Mit den vielen Bären, die wir hier haben. Das wird dann wahrscheinlich noch nicht das Ende der Reise sein. Der Flucht. Na, vielleicht kommen wir dann weiter. Na komm. Das schaffen wir. Aber das wird besiegt. Na komm. Das kriegen wir hin. Das beste Retterteam der Welt. Oh, geschafft. Besiegt. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch lange nicht fertig. Warte, hör auf. Wir sind nicht hier, um Ärger zu machen. Wir sind hier auf der Flucht. Nur zufällig hier gerade gelandet. Hör zu, dieser Berg ist nicht der einzige Ort, der leidet. Diese Naturkatastrophen treten überall auf. Leider können wir momentan nicht viel tun, da wir auf der Flucht sind. Aber wir möchten den Pokémon helfen, die unter den Naturkatastrophen leiden. Guter Punkt. Meint ihr das ehrlich? Ich sage die Wahrheit, glaub mir. Wenn du glaubst, ich würde dich anlügen, dann sieh mir in die Augen. Sieh mir in die Augen, kleines
Großes. Das ist ja langweilig, das ist schon ziemlich groß. Punkt, 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 Punkt. Punkt, 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 Punkt. Punkt, 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 Punkt. How are you? Punkt, 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 Punkt. Gut. Ich vertraue darauf, dass ihr die Wahrheit sagt. Puh, habe ich mich vielleicht erschreckt. Ich dachte, meine Beine würden jeden Moment nachgeben. Ihr dürft passieren. Überquert den Feuerberg. Und ihr müsst mir etwas versprechen. Findet die Ursache für die Naturkatastrophen, die unsere Welt bedrohen. Und gebietet ihnen Einhalt, damit sie nicht länger Zerstörung und Leid sehen. Hat es denn jemand, das ist mein Wecker, verzeiht. Ja, schöner Wecker. Und gebietet ihnen Einhalt, damit sie nicht länger Zerstörung und Leid sehen. Ja, wir versprechen es. Sicher können wir der Sache nicht sofort auf den Grund gehen, aber... Wir gehen der Sache sofort auf den Grund. Ja, sicher. Wir werden zwar gerade verfolgt und können momentan nicht viel ausrichten, aber wir sind ein Retterteam und wir werden herausfinden, was diese Katastrophen verursacht. Versprochen. Punkt, Punkt, Punkt. Ich nehme euch beim Wort. Ich vertraue darauf, dass ihr euch euer Versprechen halten werdet. Den Mut, den ihr mir gegenüber gezeigt habt, vergesst ihn nicht. Schrei doch nicht so laut. Gibt es noch etwas? Nein. Ich wollte nur gern losfliegen. What the fuck? Oh, musste das sein? Lebt wohl. Aber das könntest du vielleicht hierbleiben und es wäre ganz praktisch, wenn du vielleicht die nächsten, die Verfolger, die jetzt kommen, wenn du zu werfen. Ich meine, du bist uns keinen Gefallen schuldig, aber ja, wenn du die anderen genauso angreifen könntest wie uns, das würde die zumindest ein bisschen aufhalten, oder? Puh. Oha, das war vielleicht furchterregend. Aber ich bin froh, dass Lamados uns verstanden hat. Wirklich froh. Also gut, lassen wir den Feuerberg hinter uns. Gut, dann haben wir zumindest das Kapitel geschafft. Zweck hat den Dungeon Feuerberg-Gipfel mit Bravour gemeistert. Aha, Intensivticket A haben wir erhalten. Du hast die Items an Kangama-Lager geschickt. Weiter geht's. Voran. Wir sind ganz schön weit gelaufen. Ich bin völlig fertig. Ruhen wir uns ein wenig aus. Mordi, wir sind hier auf der Flucht. Es ist hier... Ich weiß, es sind alle fertig. Wir sind beide fertig. Wir sind alle. Das ist von der auf der Flucht ist es nicht bequem. Das ist. Mir tun wahrscheinlich auch die Füße weh. Das ist. Wir mussten rennen, wir mussten kämpfen, wir mussten uns vorankämpfen in den Dungeons und. Ja, wir sind auf der Flucht. Keine Pause. Das dürfen wir einfach nicht. Ha! Was für ein Wahnsinnsaussicht. Hey Zwergi, sieh dir das mal an. Wie klein der Feuerberg von hier aussieht. Wir sind wirklich weit gelaufen. Mach mal ein paar kleine Fotos. Hey Zwergi, es war doch super anstrengend, den Feuerberg zu überqueren. Ich denke also nicht, dass wir viele Probleme... Ich denke also nicht, dass viele Pokémon es schaffen werden, ihn zu bezwingen. Schließlich haben wir uns mit aller Kraft und Mühe bis hierher durchgeschlagen. Weißt du, was ich glaube? Vielleicht schafft es ja keines der anderen Pokémon, uns so weit zu folgen. Ich denke da gerade eher an das Dreierteam hier, Simsala und sein Team. Ich glaube, die werden es schaffen, aber das ist... Naja... Das ist... Was? Du meinst, wir werden noch verfolgt? Ja, es ist... Und von wem denn? Ja, von Simson und seinem Team. Genau.
Oh, richtig, da gibt es ja noch Simsala. Sein Team ist bestimmt in der Lage, uns bisher zu verfolgen. Ach, sei nicht traurig, Mordi. Das kriegen wir schon hin. Auch Simsala und sein Team kriegen wir irgendwie besiegt oder überzeugt. Das wäre natürlich das Bessere. Ja, noch ist es nicht vorbei. Lass uns weitergehen. Wir sollten einen Ort finden, wohin uns niemand sonst folgen kann. Gehen wir weiter. Nicht aufhören, weitergehen. Was ist denn los? Kommst du nicht mit, Zwergi? Was? Du fragst, ob ich müde bin? Wir werden verfolgt. Wir können keine Rast einlegen. Das ist what she said. Was ich sagte. Habe ich es dir nicht gesagt, dass ich an deiner Seite bleiben würde? Sieh mich nicht so an. Mir geht's gut. Wirklich. Lass uns gehen, Zwecki. Ich folge dir, wo auch immer du hingehst. Das nennt man Freundschaft. Und so setzt das Team von Zwecki die aufreibende und gefährliche Reise fort. Die Suche nach einem sicheren Versteck führte sie immer unwirklichere Orte. So gelangten sie stetig weiter Richtung Norden. Sie überquerten Bergketten über Bergkette, durchwateten übel riechende Sümpfe und erklommen vereiste Klippen, bis das tapfere Team von Zwergi schließlich eine Welt aus Schnee erreichte. Wer hätte es gedacht? Eine harsche, kalte Landschaft im festen Griff des unerbitterlichen Eises. Thank you.